Wieso sind die Badges denn noch rot? Ja, hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Die Frage muss erlaubt sein, denn die Badges, die passen einfach nicht mehr zum Look von iOS 7, denn wir hätten die doch viel lieber in so einem blurry Look wie hier das Control Center, das Notification Center oder auch die Ordner selbst. Und natürlich kann man das alles bewerkstelligen mit einem kleinen Studio-Tweak. Und wie das dann aussieht, seht ihr schon hier bei meinem Spieleordner, denn hier sind die Badges jetzt ebenso transparent und in dieser Milchglas-Optik wie auch die Ordner selbst. Der Tweak, mit dem man das Ganze machen kann, der nennt sich Blurry Badges. Hier haben wir ihn schon. Wir gehen mal in die Einstellungen. Ihr seht, hier kann man ein paar Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann man hier einstellen, ob ein Rahmen um die Badges herum sein soll. Ich habe den jetzt mal ausgeschaltet. Da seht ihr es, da ist kein Rahmen mehr zu sehen. Und wenn ich den jetzt mal auf ganz dick stelle zum Vergleich, seht ihr, dass da ein dicker weißer Rahmen um das Badge herum ist. Ich mache das mal auf Pre-iOS 7 und dann könnt ihr hier noch die Farbe wählen. Ihr könnt das weiß, wir können das Ganze auch dunkel machen. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Und dann haben wir hier den Rahmen in dunkel um das Badge herum. Sieht aber nicht so toll aus. Ich mag das, wenn das Ganze weiß ist. Und hier unten könnt ihr noch den Alpha-Ton etwas verändern. Ich schiebe den mal weit nach rechts, damit ihr den Effekt sehen könnt. Und dann ist hier das Innere relativ dunkel geraten in dem Badge. Natürlich genauso hier auch bei den einzelnen Apps. Und wenn wir nochmal zurückgehen und wir stellen das Ganze etwas heller ein, was meiner Meinung nach besser aussieht, dann haben wir hier den wunderbaren Look, der zu iOS 7 passt. Jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, wo man den Tweak finden kann und das zeige ich euch. Blurry Badges könnt ihr euch kostenlos aus der Big Boss Repo herunterladen und der funktioniert natürlich nur mit iOS 7. Und das wär's schon, Leute. So aktualisiert ihr eure Badges für den iOS 7 Look. Sieht wirklich sehr schön aus. Probiert's einfach mal aus, wenn ihr mögt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MeUpperCat. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht. Und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeUpperCat. Die Katze hat gesprochen. MeUpperCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+. Und bei www.meuppercat.jimdo.com. Wir sehen uns. Raus.